So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zum nächsten Blaze Black Nuzlocke Part. Wir befinden uns hier in der Elektrolythöhle, haben uns einen WhatsApp im letzten Part geholt und haben jetzt wieder das eklige... Entschuldigung, das wunderschöne Team Plasma vor uns, gegen das wir heute kämpfen werden. Und ich glaube, wir haben keine scheiß Überraschung für uns. Weil ich habe heute dezent nicht die Lust auf Überraschung. Rap. Rap. Ba, rap. Okay. Crockerook. Fire Punch. Ich mag einfach diese Theme, ey. Wobei ich die von Team Plasma 2 noch besser finde sogar, um ehrlich zu sein. Ich meine, hier aus Schwarz-Weiß 2 finde ich dann doch schon die Mucke geiler. Und ich glaube, es ist nicht zu viel weggenommen, wenn ich sage, dass Blaze Black 2 eventuell als nächstes kommen könnte, nachdem wir hier das hier abgeschlossen haben, weil dann haben wir nämlich direkt eine Reihe hinter uns und das wäre doch eigentlich ganz cool. Ich meine, wie findet ihr das? Sollen wir mehr solcher Sachen machen? Ich bin dafür. Ich meine, es macht Fun. Es macht Fun, sowas aufzunehmen. Besonders, wenn man nicht weiß, was passiert. Na gut. Ja. Fisten jetzt einfach mal wieder hier dieses komische Electric Zappler ran. Oder Zappalek, oder wie auch immer das nochmal hieß. Bennett. Firepunk. Oh mein Gott, warte mal. Das Ding hatte, könnte Destiny Bond. Zum Glück hat er es nicht eingesetzt, weil er keinen Streuk hat. Stimmt. Streich hat es erst mit der Mega-Entwicklung. Oh, Crawdown, scheiße, da muss ich jetzt raus. Okay, verdammt. Adaptility und so, ne? Okay, hat's nicht. Scheinbar. Finde ich gut. Kein Adaptability ist immer gut. Weil ein Krebutak mit der Anpassung. Oh. Den Damage will man nicht fressen. Den Damage will man definitiv nicht fressen. So, das war Nummer 2. Jetzt kommt die Nummer 3. Ba, 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 ra, ba. Waren doch schon immer so viele. What? Warum hat er jetzt so viele Pokémon? Fire Punch nimmt das Ding natürlich raus. Wir kommen mit Bonnie nochmal ein Level weiter. Keks. Kein Problem. Ja, in dem Fall sind wir hier wirklich maßlos überlevelt. Ich denke mir auch, dass wir erst einmal jetzt keine große Level-Session mehr brauchen. Ich denke mal, mit Level 52 sind wir auf jeden Fall ganz schön gut am Start. Ich meine, das einzige Pokémon, was ich jetzt eventuell leveln müsste, wäre hier Galvantula, weil Galvantula in der nächsten Arena mit Aerodactyl super sweet ist. Aber sowas von super sweet. Ba, 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 ba.
Wow, wir rushen die wirklich durch. Merkt man gar nicht, weil wir nur 5 Minuten schon hier im... Es sind erst 5 Minuten im Part. Wir haben schon fast alle Team Plasma-Gruppe hier durch. Aber wir haben ja noch einen harten Kampf vor uns mit N. Und da wird wahrscheinlich das eine oder andere Pokémon vielleicht schon droppen. Unter anderem wegen sowas eventuell. Weezing. Wir machen einfach mal einen Fire Punch. Es wird es wahrscheinlich überleben, weil das physisch defensiv super stark ist. Oder wir kritten. Noch besser eigentlich, ne? Naja. Was wir jetzt machen, wir gehen jetzt zurück zum Arzt, werden uns heilen. Ach komm schon, fick! Nein! Warum? 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 Wieso gibt es dieses Pokémon hier? Ah, Spiel! Quäl mich doch nicht so! Dann auch mit Intimidate! Warte mal, Intimidate? Seit wann kann das Ding Intimidate? Ist das wieder so eine Hackfähigkeit, die ich dazu bekommen habe? Das genäht. Ach, der gute Seelos! Hallo! Oder Present? Einer von den beiden ist es ja, ne? Bitte, Capuno, bitte! Geh weg! Geh! Geh! Komm woanders wieder, wo ich dich fangen darf! Aber geh! Sorry, dass ich jetzt hier speeden muss. Aber es ist halt dezent nervig, wenn du die ganze Zeit. Oh, das wäre cool gewesen. So. Oh! Das hat jetzt einen Schritt! Ein fucking Schritt! So. Wir sind im Kampf. Abok! Okay. Kein Intimidate. Das ist schon mal gut. Also gegen Vileplume habe ich überhaupt kein Problem. Bonnie hat schon Beine aufgeschlossen zu Seppi Royal. Okay, ich bin dafür, dass wir mal das Pokémon wechseln. Bonnie hat eine gute Arbeit gemacht. Jetzt ist aber erstmal Uppercut dran. Hui! Geht's da unten nochmal weiter, dass wir nochmal einen Flunkiefer bekommen? What the fuck, was ist mit dieser Höhle los? Oh, warte mal, das Ding kann davon mit Bulldozer erlernen, oder? Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Bulldozer hat hier eine 80er Power. Cool. Takedown weg, bitte. Danke. Ein Electrolyzer! Wow, damit hätten wir Etikett entwickeln können. Wir müssen das Ding nehmen, nur zu tragen geben und ein Level-Up machen. Oh! Bitte!
Ich habe keine Überbrückung, also bringt mir leider nichts. Das Ding hat Schwebe. Und mit einem Iora-Tür will ich dann nicht drin bleiben. Stop! It's the Plasma! Woo! Boah, ich glaube, nach diesem paar Mal mehr hat man ja was zu essen. Explode. Really? Okay. Wir sind Wahlbanden, ne? Ich mach einfach mal den Fly, mal sehen, was er macht. Screech. Okay. Hier unten geht's ja auch weiter, ne? Alter, es ist noch dunkler geworden, die Musik. What? Und auf einmal finden wir hier unten andere Pokémon, oder was? Entwickelte Versionen. Okay, Leute, hier gehe ich erst runter. Wenn wir super Schutz haben. Okay, ja, hier kriegen wir entwickelte Visionen. Das ist höchst interessant. Da haben die sich was echt einfallen lassen, die Macher von dieser Hack. Von diesem Hack, nicht dieser Hack. Von dieser Hack-Version würde passen, ja, okay. Gabor, okay, wir haben Bulldoze, wir haben Bulldoze. Choice Band Bulldoze willst du nicht tanken, mein Freund. Boom! Das ist schon beinahe wie ein Erdbeben. Damit sind die Grunts abgeschlossen. Wir können hier den kurzen Weg aktivieren. Nachdem wir diesen wunderschönen Forscher erledigt haben. Okay, ich habe jetzt ja alles erwartet, aber nicht mit einem Flug-Pokémon. Tschüss. Max Potion. Yes. Dafür hat es sich gelohnt. Sorry, also überspringe ich mal wieder mal. Beziehungsweise spulen wir mal weiter. Weil ich meine, sind wir mal ganz ehrlich. Diese ganzen Pokémon, die wir hier. Nein. Es ist doch total übertrieben, wie oft die Pokémon hier auf einmal auftauchen. Ich meine, ich will eigentlich nur raus, aber ich weiß, dass da jetzt gleich Ende auf mich wartet. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht auf. Ich bin aus Versehen auf einen Speeder gekommen. Okay, wir machen erst einmal die Bulldoze. Es ist zwar nicht sehr effektiv. Ich gehe auch davon aus, dass er jetzt hier als nächstes mit einem Greatly ankommt. Nein, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Bulldoze macht neutral. Scheiße. Ich muss auf den neutralen Schaden setzen und dass wir halt nicht gedroppt, dass wir nicht droppen.
Aber wir brauchen eine Aerodactyl für die nächste. Okay, er macht nur Confused Ray. Fürs Erste ist es in Ordnung. Solange er nicht angreift. Ist das das? Weniger geringste Übel. So. Als ob der recovered. Okay, pass auf, Toxin. Der Recover interessiert mich null. Oh ja, lass mal gucken, Schaden. Oh, gut, dass wir nicht rausgeswitcht sind. Das wäre jetzt unser Tod. Okay, wir connecten und damit ist sein Crapy auch tot. Sengus? Crush Claw. Das hat ein bisschen Damage gemacht. Okay, ich will erstmal Pekko sagen. Ja, doch. Embargo, was ist das denn? Achso. Ich kann keine Items mehr benutzen. Detect. Ich hätte Stockpile machen können. Das macht ja gar nichts. Ah, schade. Kein Burn. Burn hätte jetzt hier sehr gut geholfen, hätte nämlich nur einen Angriff verschwendet. Ja, meine Defensive sinkt, okay. Also schlimmer jetzt, weil das Ding ist tot und er hat keine Pokémon mehr und wir haben gewonnen. So. Gehen wir so mal das letzte Item hier snacken. Ein Magnet, der die Elektroattacken erhöht. Das ist doch gut. Komisch. Ups. Okay. Womit wollen wir leaden? Mit Bonnie? Pekko? Ich weiß halt nicht, mit was er leaden könnte, ne? Ich würde sagen, wir leaden erstmal mit Pekko. Dass wir dann notfalls dann einmal sagen, komm. Ach komm, den einen Scott nehme ich mit. Dass wir dann halt einmal sagen, okay. Okay, Leute, da ist er. Wenn es halt sehr schlecht für Pilipper ist, das Matchup, dann wechseln wir raus. Ansonsten könnten wir versuchen zu setupen mit Stockpile. Alter, der hat jetzt 6 Pokémon. Großer. Ach komm. Was habe ich ihm gerade noch gesagt mit, wenn wir ein gutes Matchup haben, können wir aufsetzen? Ja, hier, Pustekuchen. Jivy. Jivy, du resistest es vierfach, die Elektroattacke, die jetzt definitiv kommt. Discharge! Bitte tu mir das nicht an! Gut. Nee. Elektro-resisted Pflanze, glaube ich. Oder was andersrum? Und zum Glück war da noch Shadow Ball. Danke! Meine Special Depth steigt! Leave Plate! Jetzt werden wir es herausfinden. Okay. Das war neutral. Da war es andersrum. Ich verwechsel das manchmal. Roton Blizzard? What the fuck ist mit seinem Team los? Hat er jetzt alle Rotom-Formen? Warte mal.
War das gerade Eiszeit? What the fuck, seit wann kann dieses verdammte Rotom Eiszeit? Rotom Wash, ich glaub nicht, mein Schwein pfeift. Rain Dance. Oh, warte mal, das ist gut. Zum Teil. Rotom Wash ist der nervigste von allen, finde ich. Wow, er hat echt alle Rotom-Formen einfach mal. Rotom-Wind. Gegen Sky haben wir nichts. Hurricane. Ouch. Das ist natürlich im Regen sehr stark, ne? Wow. Und wenn du jetzt einfach mal... Ein Speed Boost, ja, nee, ist klar! Wer es glaubt, wird selig! Aqua Jet im Regen. Wird ein bisschen mehr machen, aber es wird nicht killen. Thunder. Ja, moin. Du hast einen Speed Boost. Ich bin am Arsch. Wir müssen versuchen, dass wir mit Bonnie schneller sind. Ah, scheiße, wir sind im Regen. Thunder, okay. Oh, zu viel Schaden. Das reicht nicht. Aber der Regen hat zumindest aufgehört. Wir dürfen es ja einmal heilen. Weil jetzt kann nämlich der Thunder wieder daneben gehen. Weil sein Regen-Setup ist weg. Avoid the attack! Hurricane, avoid the attack! Bam! Bonnie will dich klatschen! Jetzt bist du rot im Heat. Scheiße, mein einziges Pokémon gegen Rotom Heat ist eigentlich Peko. Aber... Ich muss beim Fire Punch bleiben. Und hoffen, dass ich halt angenehm Schaden mache. Okay, es ist ein Tool. Thunder Wave, nein! Ey, wehe, du hast auch einen Speed Boost. Gut. Okay. Er hat jetzt noch einen Rotom Mo, ne? Da sind wir ja eigentlich mit Bonnie ganz gut aufgestellt. Kein Crit, keine Para. Kein Crit, keine Para. Kein Crit, keine Para. Oh mein Gott, Bonnie. Du bist ein King. Du bist ein Gott. Bonnie, du bist ein Gott. Es hat uns den Arsch gerettet. Flampivian hat uns den Arsch gerettet. Uff. Oh Gott. Aber wer kann denn an, dass er doch immer in der ganzen Rotom-Palette hier auftaucht? What the fuck, was ist mit seinem Team passiert? Achso, du bist auf einmal ihr Bodyguard oder was? Na gut. Oh. Und tschüss. Sommer. Oh mein Gott, hier ist ein Pokémon Center. Ab ins Pokémon Center, heilen.
Dann speede ich gerne. So. Ja, gerne, das will ich mir wirklich erfahren. Hidden Power Eis kriege ich auf Jivey. Electric. Hidden Power. Bug. Okay. Hello, can I help you? Oh ja. Superbälle. Da nehme ich mir doch gleich mal eine Palette mit. Max Repel. Oh mein Gott, ja. 10 Stück, bitte. Das kann ich auch offscreen machen. Das verkaufen. Technische Maschinen. Toll. Gut, ich würde dann aber mal sagen, dass ich erst einmal. Gehen wir mal hier rein. Dass wir erstmal WhatsApp mitnehmen. Ernsthaft, jetzt ein Element! In Element Nature! Was soll die Scheiße? Hier kriegen wir Timid, wo es nicht nötig ist, und hier kriegen wir ein. Mann! Ich könnte schon wieder in den Strahl kotzen. Was ist nur mit diesen blöden, gottverdammten. Ja. Stimmt. Wir treffen jetzt erstmal auf Eberhard Esche! Und das ist auch schon die nächste Arena-Leiterin. Kanto? Was sagst du für mich? Haben wir hier noch irgendwo Items? Ja, hier. Skydrop. Okay, freier Fall. Sicher, dass es hier noch irgendwo was gab. Schon wieder ein Paradise hier. Repel. Okay, hier nehme ich gerne mit. Max Aoife. Okay, wenn es hier nicht mehr gibt, würde ich sagen. Hab's geschnallt. Ihr habt's gehört, mein Handy hat's geschnallt. Okay, hier gibt's auch nichts mehr. Alles klar. Dann würde ich sagen, beenden wir hier an der Stelle den Part. Wir werden dann. Im nächsten Part uns hier unseren Encounter holen und demnächst dann nochmal nach unten die Höhle ein bisschen weiter erkunden, weil wir haben ja jetzt Max Rappel. Ich würde aber erst einmal sagen, dass wir dann im nächsten Part erst einmal unten reingehen in die Höhle noch einmal und das halt nochmal ein bisschen umsehen und die letzten Items unten abgraben.
Ansonsten, oh, wartet mal, da fällt mir noch gerade was ein. Bevor ich beende, denn hier können wir nämlich Attacken wieder lernen. Jaini, was kannst du? Okay, nix. Aber wir können ja mal gucken, was es möglich wäre. Okay. Weil vielleicht haben wir ja Glück und wir bekommen hier irgendwo eine Attacke, von der wir noch nicht so wussten, dass sie die kann. So. Shockwave? Okay. Wie eben das zum Beispiel, dass ein Pilipper Shockwave kann. What the fuck? Aber Gott, du kannst doch gar nicht an Titifier zahlen. Jawoll! Wing Attack! Das war noch dein 75er. Na egal, wir lassen einfach vielleicht drauf. Okay, gut. Das war's dann an der Stelle erst einmal, wie gesagt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin und bye bye!